So, herzlich willkommen. So, danke. Zurück zu MyTest Clicker Hero. Nein, MyTest Creative Server. Warum fängt beides mit C an? Vor allem mit CR. Nee, also mit C. Hallo. Mein Tisch sieht ja. Aua. Mein Tisch sieht ja aus wie Saustall hier. Okay. Sehr schön. So. Genau. Zink einschmelzen. Und dann Brase herstellen. Auch wenn ich wieder vergessen habe, wofür das Wort Brase steht. Wie heißt denn das Material auf Deutsch? Wir hatten letztens noch darüber geredet gehabt. Messing, genau. Gott, Messing heißt das auf Deutsch. Alter, warum heißt auf Deutsch alles so komplett anders? So, genau. Das können wir jetzt einfach... Genau, durchlegieren. Sehr schön. Gut, also einmal einschmelzen und dann legieren. Achso, wir sind ja bereits unten. Ha. Also einmal einschmelzen. Nein, das ist die Schleifmaschine. Da. Einschmelzen und dann lagern. Lagern, lagern. Lagern, lagern. Was? Eigentlich kann ich dich auch wieder einschalten. Ich weiß nicht, warum er auf 0 runter geht. So, okay, 700 geht. Oh, genau, das haben wir hier. Genau. Das heißt, die restlichen 20 U reichen halt aus, um hier die Batterien immer aufzufüllen. So. Das Problem ist, was... Wir haben... Ach nee, doch, genau, die Geräte müssen weiterhin funktionieren. Weil die laufende halt einfach Batterie gepuffert. So, jetzt müssen wir... Wie war das Verhältnis? Genau, 2 zu 1. Mein, so. Tada! Genau, jetzt haben wir 1000 von 700. Heißt, dass eine Batterie wieder ein bisschen leer genuggelt. Aber man sieht, die Batterien halten halt sehr lange durch. Außer wir betreiben wieder alle 4 Öfen mit einmal. Ich glaube mal, dann könnten die Batterien jetzt tatsächlich schlapp machen. Das heißt, 4 Öfen mit einmal können wir nur dann machen, wenn wir halt keine kompletten Stacks benutzen. Also zum Beispiel, wenn wir halt 2 Stacks mit einmal backen wollen, dann kommt quasi in jeden Ofen ein halber Stack rein. Das würde funktionieren. Aber in jeden Ofen ein voller Stack, da würden die garantiert vorzeitig schlapp machen. Davon gehe ich fast aus. So, die Sache ist, machen wir jetzt wirklich mit einmal 5 Batterien. Also ich würde gerne, aber das ist halt scheiße teuer. Das ist halt so unendlich teuer. Was ist denn hier? Das ist so unendlich teuer. Wie viel Platz haben wir hier überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, wow, ganz schön viel Platz haben wir hier. Oder die Waldfee. Ich glaube, ja, wir fangen erstmal mit 1-2 Batterien an und dann können wir ja vielleicht noch auf 4 aufstocken, aber viel mehr mache ich dann tatsächlich doch nicht. 4 MV-Batterien reicht ja doch erstmal aus, das ist ordentlich Power. Weil wie gesagt, grob geschätzt, ich kann es jetzt nur vermuten, aber eine MV-Batterie dürfte so mindestens das 10-fache haben, also 400 KIU. Das reicht also erstmal eine ganze Weile. Das ist dann ordentlich Power. Genau. Das ist schon ordentlich Power. Ich meine, man sieht da, ne, so wie jetzt, wo wir die ganze Zeit wirklich hier aktiv komplett die ganze Zeit arbeiten hier an den Geräten,
da wären die Akkus schon, ne, da, jetzt gerade noch auf die Hälfte. Das lag schon, aber ist ja nicht immer so, dass wir die ganze Zeit auf volle Power arbeiten. Das ist ja nur eine Ausnahmesituation. Deswegen, also, das sollte alles passen. Ne? Und dann mache ich mir gerade gar keinen Kopf. Schied zwar Panik, aber ist was anderes. Was? Wie wird das geschrieben? Wie wird das Ach, Casing. Wow. Warum nicht einfach Case? Warum nicht einfach mit E hinten? Ein wunderschöner Tag. So, hier müssen wir das Ganze zweimal alloyen. Dann nehmen wir einfach mal wie viel Gehäuse machen wir jetzt mit einmal? Ich würde halt jetzt einfach mal, damit wir halt mal ein bisschen Reserve haben, einfach mal gleich mal einen ordentlichen Batzen Gehäuse machen. Also, wir halten erstmal an den Plan fest. Wir wollen mindestens 20 Batterien. What? Ah doch, Hotend, genau. Also, jetzt nicht 20, also 4 Batterien. Und dafür brauchen wir dann 20 Batterien. So. Genau. Das heißt, wir haben alleine dafür 20 Gehäuse und dann nochmal für die anderen Geräte. Ja, mal gucken, wie viel wir da hinmachen. Ich mache jetzt mal 40 Gehäuse. 40 Gehäuse klingt gut. Das klingt realistisch. Das heißt, die können weg. So, und dann brauchen wir ganz viel. Wir brauchen 40 mal... Wait a minute. Das wird teuer. Scheiße, wird das teuer. Oh Gott, Alter. Das gibt's doch nicht. Ach, Mann. Halt die Fresse hier. Kann ich grad nicht denken. So, das heißt, wir haben 40 mal 8. Wir brauchen also fucking 320 Eisen. Tja, das war's aber mit unserer schönen Eisensträhne. Wir verbrauchen jetzt mit einmal fast die Hälfte von unserem Eisen. Naja, ein Drittel, aber immerhin. Das ist schon mehr als mir lieb ist. Auf jeden Fall mehr als mir lieb ist. Ah genau, ein Stack brauchen wir auf jeden Fall nochmal. Dann teile ich den mal ein bisschen wieder auf. Hier, so, kommt da noch einer rein. Sieht der gut aus? So, du bist ausgeschalten? Ne, du bist eingeschalten. Aus jetzt mit dir. Dich brauchen wir echt noch nicht. So. Nein. Was? Eisen. Genau, wir brauchen auch massig Kohlenstaub. Oh, Alter. Wir brauchen 600 mal Kohlenstaub. 640 mal Kohlenstaub. Gibt es auch noch eine preiswertere Art an Kohlenstaub? Nee, geht nur durch Grinden und man kommt nur zwei. Oh. Okay, das ist echt heftig. Das ist echt heftig. Tja, da werden wir wohl bald tatsächlich auf eine Höhlenmission gehen müssen, weil uns tatsächlich Kohle ausgeht. Kohle! Digga, das, wo ich dachte, das könnte nie ausgehen. Das geht jetzt aus. Merkt ihr noch was? Wie mich das Spiel einfach trollen möchte? Es muss doch noch eine andere Möglichkeit geben. Ach ja, mit Kochen. Hey, Momentchen mal. Ach, da können wir auch direkt... Ah, cool! Ja, easy. Ja. Weißt du was? Der legt mich doch am Arsch. Dann machen wir es auch so direkt. Was habe ich gesagt? 320? Nein, 160? Nein, wie viele Hetze? Da? Da? Wir brauchen 320. Ich habe gerade noch 120. 220.
Wo ist mein restliches Eisen hin? Hatte ich nicht noch ein Stack gehabt? Ne? Ja gut, dann müssen wir halt nochmal ein Stack hier reinschmeißen. Hilft ja nichts. Gut, dann können wir die Kohle wieder wegschmeißen. Dann backen wir das Ganze einfach zu, komplett tot. Alter. Ich muss echt immer gucken, ob es noch irgendwelche anderen Rezepte gibt. Weil, ne? Sonst wirst du hier komplett übers Ohr gehauen. Ist ja, Alter. Das ist heftig. Das ist echt ein bisschen krank. Das ist ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. Ist das noch illegal? Gut, wir kümmern uns mal langsam nur um die Batterien. Da brauchen wir nämlich auch eine ganze Menge von. Und zwar brauchen wir für eine Batterie, also für einen Kasten... Hallo, kannst du bitte hier... Genau, 4 Stück. Das heißt, wenn wir 20 Batterien brauchen, dann brauchen wir alleine dafür 20 mal 80 Batterien. 80 Batterien brauchen wir. Klingt verrückt. Ist es wahrscheinlich auch. Alter, wir brauchen 160 mal Liter. Warum ist der ganze Scheiß eigentlich so teuer? Warum ist ja eigentlich immer alles so teuer? Unsere Vorräte, guck mal, wie leer die Kiste auf einmal aussieht. Das ist doch nicht mehr gesund. So, wir haben hier haben wir 100 mal Lead und dann haben wir noch fertigen Lead 30. Das heißt, wir brauchen dann nochmal 11 dazu. Das ist krank. Das ist krank. Das ist doch nicht mehr normal hier. Netto. Für sowas stehe ich hier morgens um 8 Uhr auf. Kannst du aber vergessen hier. Jetzt mach mal hin hier. Was jetzt? Achso. Ja, komm. Dann kommst du da rein. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Ah ja, jetzt werden die Batterien ordentlich gefordert. So, 4 volle Stacks. Das wird die Batterien wieder ordentlich leer lutschen. Und wir können nur warten. Können wir währenddessen noch was anderes Sinnvolles machen? Zum Beispiel Holz holen? Okay. Wir brauchen, wie viel? Wir brauchen 80 Batterien. Also brauchen wir auch 80 Baumstämme. Na gut, das geht aber noch. Das ist noch in Ordnung. Das geht klar. Wir haben auch noch über 50. Das heißt, wir brauchen nur, 80 minus 25, also 55. Ernsthaft jetzt? Oh, hallo. So. Mach halt den Scheiß alleine. So, und dann brauchen wir noch ganz viel Ölextrakt. Da brauchen wir noch was. Ölextrakt. Wie ging Ölextrakt? Achso, einfach nur Blätter. Ach, na, wenn es nicht mehr ist. Hallo. Das ist ja nun wirklich. Unser Inventar wird gerade ganz schön voll. Kann das sein? Mann. Ach komm, nee. Kriege ich eine Macke, wenn ich jetzt immer in den Taschen gucken muss. Was? Hallo, kann einmal raus hier, danke. Die ganze Scheiße erstmal hier rein. So.
Genau, die restlichen 11 kann ich dann auch gleich unten in den Ofen reinklatschen. Gut, die sind mittlerweile auch schon fertig. Sehr schön. Fehlt nicht noch einer? Egal. So, was habe ich jetzt gesagt? Genau, Holz. So, jetzt haben wir das auch. Jetzt fehlen noch dieses komische Sulfatzeug. Und ich glaube, spätestens hier hört es mich jetzt auf. Ach nee, guck mal, haben wir ja massig. Achso, wir brauchen aber auch massig. Wir brauchen 160. Achso, bekommen wir da immer 2 oder 4 raus? Immer 2, okay, also brauchen wir noch ein bisschen mehr. Ach komm jetzt, ernsthaft. Du bist ein Hurensohn. So, wo ist der Schleifer? Ist da oben. So, dann können wir schon mal die Batterien bauen. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Achso, ist der Öl. Öl wollte ich noch gucken. Öl war Blätter, genau. Alter, ey, ich glaube, die ganzen nächsten Folgen, die werden sehr kopflastig. Also hier bist du mehr am Überlegen und eigentlich bin ich nur in meiner Wohnung, aber ich renne die ganze Zeit mit dem Kreuz und Quer hin und her, weil das halt einfach so scheiße viel ist. Ja, komm, ernsthaft jetzt. Alles bitte, danke. Wir wollen aber nicht gleich wieder übertreiben. Ich brauche... Ich habe schon 70, oder? Ich habe schon 70. Komm, ich mache einfach nochmal ein Stack. Ein Stack ist in Ordnung. So. Dann passt das. Die restlichen Blätter können wieder hier in die Kiste. Gut, bei 2 Stack können die auch hier mit rein. Ist mir gerade scheißegal. So, jetzt haben wir für Batterien haben wir jetzt alles. Nein, so. Alles. Achso, ja, Sulfat ist noch unten am Sägen. Ach, der braucht so ewig. So ewig. So, jetzt fertig. Gut, dann können wir schon mal die ganzen Gehäuse machen. Wow, Alter. Merkst du nicht, ich komme so langsam gerade so richtig so in Fahrt, ne? Ist, oh, Alter, ernsthaft jetzt? Ja, komm voll in Fahrt, voll in Fahrt. Ein Träumchen. So, 40? Was? Sag ich doch, es fehlt einer. Aber mir glaubt immer keiner. So, haben wir noch einen? Nein, wir brauchen... Komm, ist das Gusseisen? Doch, das Gusseisen. Okay. Dann, Dankeschön. Sehr schön. Boom, 40 Gehäuse haben wir schon mal. Jetzt ist unser Inventar gleich ein bisschen leerer. Und Lehrer werden in letzter Zeit häufig gesucht. Okay, ich weiß, der war... Es tut mir so leid. Aber warum haben wir nur so wenig? Bist du nicht mehr Sulfat bekommen? Hatte ich da nicht 80 reingepackt? Ach, alles gut. Wow. Ich dachte gerade, wir bekommen noch 30. Aber eben, wir bekommen ja aus den 30 bekommen wir noch 60. Und genau. Mehr als 60 plus 92 sind ja fast 160. Ja, alles gut. Alles gut. Gut, dann müsst du gleich fertig sein. Tiefenentspannung. Gut, als andere haben wir bereits, ne? Das heißt, wir können die Batterien dann tatsächlich bauen. Genau, alles andere haben wir. Als nächstes kommt dann also Transformatoren. Davon brauchen wir auch wieder 20 Stück, Alter. Ey, ihr wollt mich doch verarschen. Verarschen. Nein, Mann, was denn hier das da? Das, wo ist jetzt meine Batterie? Das da, genau. Hä, nee, doch nicht. Ach nee. Ha. Stimmt, brauchen wir für die M4-Batterien brauchen wir bloß. Okay, also brauchen wir da gerade mal nur 4 Stück. Na gut, das geht ja noch.
Das geht denn ja, das kann man ja machen. Das ist denn in Ordnung. Es war scheiße. Aber ich meine, Batterien mit Transformatoren. Ich meine, okay, klar, wenn. Ich meine, Batterien sind ja meistens 12 Volt Batterien. Wenn man jetzt sagt, okay, eine MV-Batterie, die hat halt nicht 12 Volt, sondern 120 Volt, dann muss es dann natürlich intern konvertiert werden auf 12 Volt und dann die 12 Volt wieder hochkonvertiert werden auf 120 Volt bei der Ausgabe. Aber das ist Schwachsinn, das macht keine Sau. Du kannst auch einfach intern, weil du hast ja auch eine 10-fache Leistung. Das heißt, wenn du sowieso die 10-fache Leistung hast, dann hängst du halt einfach deine 10 Batterien nicht parallel, sondern in Reihe. Dann hast du 120 Volt, da brauchst du keinen Transformator. Außerdem sollte Transformator eben wieder nur für Verlustleistung. Und Batterien und Wärme nicht gut. So. Haben wir jetzt alles? Nee, hier. Ja. Nein. Wo ist unser Lied? Hä? Habe ich unseren Lied gerade in die Kiste gepackt? Lied da, ja. Was? Da fehlt aber immer noch was. Warum diese? Habe ich falsch gerechnet oder habe ich irgendwo falsch was hingepackt gerade? Habe ich jetzt Lied reingepackt? Nö, ich sehe keinen. Ah, okay, egal, machen wir halt nochmal welche. So, wir brauchen nochmal 20 Mal. Tja, dann ist unser Blei leer. Halt, nein. Hier rein. Nein, Mann, da. Gucken, ob hier noch irgendwas drin ist. Nö, alles leer. Ja, gut. Also brauchen wir auch schon mal neues Lehm, klar. Nee, neues Blei. Man merkt also, langsam gehen unsere Ressourcen echt zur Neige. Diese MV-Sachen, die sind schon scheiße teuer. Also das ist schon, ja. Muss man schon mal so zugeben, dass das nicht gerade billig ist. Der ganze Scheiß hier. Aber dafür bringt er dann hoffentlich auch ordentliche Leistung. Für zukünftige Projekte. So, jetzt nochmal. Du darauf und wir haben zu wenig Holz. Digga, bin ich denn hier nur noch bekloppt oder was? Nur nicht verrückt werden. Halt, nur nicht verrückt werden hier. Wieso haben wir denn jetzt so wenig Holz? Was ist Moment mal. Was ist denn hier los? Du gehst aber nicht rein. So, ja, brauchen wir mal zweimal Holz. Habe ich hier irgendwo jetzt auch noch mal Holz weggepackt oder was? Nee. Wer hat doch das Holz abgezählt gehabt oder nicht? Gut, ich brauche auf jeden Fall noch mal 13 Mal Holz. 13 Mal Holz oder habe ich jetzt noch irgendwelche Taschen drin? Die Taschen habe ich ja leer gemacht. Genau, Taschen habe ich leer gemacht. Ja, dann brauchen wir nochmal 13 Mal Holz. Hier ist wirklich keins drin. Gut. Macht ja nichts. Ich werde zwar langsam bekloppt, aber macht ja nichts. So. Also wir 13 Mal. Hier haben wir jetzt 4 plus 5. Also brauchen wir noch 8 zusätzlich. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Katastrophe. Okay. Jetzt immer mal Butter bei die Fische. Jetzt sollte es passen. Und wenn nicht, dann Gnade ist Gott. Einmal alles. Fuck. Ernsthaft jetzt? Gut, das heißt, wir müssen daraus direkt gleich die Batterien bauen. Sonst haben wir echte Platzmangel. Okay. Also wie viel brauchen wir? Wir brauchen 80 Batterien, richtig?
Ja. Gut, ich versuche die einfach mal hier rein zu verstauen. Das passt nie im Leben. Das kann ich direkt vergessen. Ich fange trotzdem schon mal an. So, hier kommt jetzt der Stein raus. Die Dinger kommen raus. Das kommt in ihre vorgesehene Kiste erstmal. Haben wir völlig umsonst aus dem Lager rausgeräumt. Danke dafür. So, die Werkzeuge kommen hier rein. Ja, da kommt Freude auf. Tschalalala. Gleich geschafft. Hä? Achso, doch, alles richtig, alles korrekt. Hat gerade schon, warum wird das Holz bereits leer, obwohl wir noch gar nicht fertig sind, aber eben. Hier, das muss ich auch noch mit reinnehmen später. So, die Tasche wird auch nochmal voll und dann könnte der Rest tatsächlich sogar in die vierte Tasche reinpassen. Ach komm hier. Nicht lange rumflaxen, einfach so. Und dann hier, so. So, und so. Passt das? Ah, nicht ganz. Gut. Lassen wir das erstmal. Ich packe erstmal die hier weg. So bekloppt, Alter. Das ist alles so bekloppt, ey. Das darfst du doch keinem erzählen. Da bist du ja bescheuert von. Wow. Wir haben drei Taschen voller Batterien. Woo! Was ist aus mir geworden? Was ist geschehen? Was ist passiert? Warum? Was will mir die Welt damit sagen? Was ist denn? Was? Warum? Ich verstehe das nicht. Ich habe keinen Plan. So, okay. Jetzt haben wir massive Batterien. ja. So, und aus denen backen wir jetzt, vor allen Dingen backen, bauen wir uns jetzt endlich mal unsere richtigen, die wir eigentlich letztendlich haben wollen. So, das heißt, wir brauchen erstmal 40 von diesen Flachbandkabeln. Haben wir davon noch welche? 99, ja, passt ja locker. Ja, ich weiß, dass das keine Flachbandkabel sind, das war gerade absichtlich, also, ne. So, jetzt brauchen wir 120, nein, 60, nein. Hey, wir brauchen doch nur 20 Kabel. Ich schon wieder. So. Wir wollen ja nur 20 Batterien bauen. So, das heißt, wir brauchen, genau, dann doch 60 Holz. 60 Holz haben wir. Ja, komm, nehmen wir einfach mal das hier. Können wir jeden Typ von Holz benutzen, ne? Ja. Dann machen wir das auch mal. So. Gut, dann würde ich mal sagen, bauen wir in der nächsten Folge dann tatsächlich unsere Batterien-Packs und ja, sehen uns dann wieder. Bis dahin, schau mit vor.